Es ist vermutlich nicht falsch zu sagen, dass der Blaue Lotus vielleicht der kunstvollste Tim und Struppi-Band ist. Es ist vermutlich nicht falsch zu sagen, dass der Falbinlein vielleicht der rasanteste Tim und Struppi-Band ist. Es ist vermutlich nicht falsch zu sagen, dass Schritte auf dem Mond vielleicht der gewagteste Tim und Struppi-Band ist, während Flug 714 nach Sydney vielleicht der abgehobenste Tim und Struppi-Band ist. Und Juwelen der Sängerin vielleicht der drolligste. Der Schatz Rackhams des Roten, vielleicht der exotischste. In diesem Kontext wäre es absolut nicht falsch zu sagen, dass Tim und die Picaros vielleicht der intelligenteste Tim und Struppi-Band ist. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Sapristi. Hergé hatte bekanntermaßen keine Kinder und dies wurde gelegentlich dazu benutzt, um zu kolportieren, dass Hergé keine Kinder mochte. Dies war oft mit Zitaten belegt, die massiv verfälscht oder aus dem Zusammenhang gerissen waren und Teil dieses ständigen Dunstes, der Hergé bis heute umgibt. Der Vater von Tintin hasst Kinder, der Vater von Tintin ist ein ewiger Nazi, der Vater von Tintin ist ein reaktionärer, religiöser Fanatiker, der Vater von Tintin hasst Frauen. Es ist manchmal ermüdend, dies immer auseinanderzuklauben, wenn manche Leute bis heute eine Karriere daraus machen, um Hergés Person, diese verzerrte Schablone auszuschneiden und so ihren Standpunkt zu belegen. Die Sache mit den Kindern ist durchaus interessant. Denn es stimmt schon, dass für Hergé Kinder so eine Art wechselhaftes Thema waren. Dies ist aber insbesondere ein Punkt, an dem ich Hergé nun wirklich aus tiefstem Herzen verteidigen möchte. Wir können nicht eine Gesellschaft erwarten, in der sich jeder gleich ins Höschen macht, wenn eine Frau mit einem Kinderwagen vorbeikommt. Das ist absurd. Ich wünschte ohnehin, mehr Leute würden es sich dreimal überlegen, Kinder in die Welt zu setzen, und wir sollten einfach akzeptieren, dass es Menschen gibt, nicht selten kreative Menschen, die einfach von ihren Anlagen her dazu nicht geeignet sind, mit Kindern umzugehen und diese auch zu einem konstanten Bestandteil ihres Lebens zu machen. Das ist keine Geschlechtskrankheit. Nicht jeder hat die Geduld und die pädagogischen Charaktereigenschaften, um viel Zeit mit Kindern zu verbringen. Woher ich das weiß? Weil ich genau zu dieser Gruppe aus Menschen gehöre. Und wie Hergé habe ich es geschafft, ein Leben zu gestalten, ohne Nachwuchs in die Welt zu setzen. Und wie Hergé bereue ich es keineswegs. Daraus die abwegige Idee abzuleiten, ich würde Kinder hassen, ist natürlich geradezu unverschämt. Im Falle von Hergé war dies allerdings durch zwei Details begründet. Erstens, er war Hergé und seit 1930 damit beschäftigt, Kindern und Teenagern Geschichten zu erzählen. Und es liegt in der Natur der Sache, dass man ihn mit Kindern assoziierte. Hergé wurde de facto als der Vater aller Kinder angesehen. Und die Idee, dass er in Wirklichkeit Kinder nicht so wirklich mochte, hatte da eben etwas Skandalöses und Explosives an sich. Das andere Detail ist allerdings, dass Hergé natürlich oft bei Imagefotos und PR-Aktionen mitgemacht hatte, die ihn im Kreise von Schülern zeigten und somit vermutlich auch mal einen gewissen Enthusiasmus ein wenig schummelte. Allerdings finde ich das nun nicht schlimm, wenn der Künstler die Zähne zusammenbeißt, um die aktuelle Promotion-Tour zu absolvieren. Das ist wahrlich nichts Originelles und etwas, was man im Film, Literatur und Musik auch hinreichend kennt. Mitglieder des Studios Hergé haben durchaus in späteren Jahren ein wenig gepetzt
und zugegeben, dass Hergé sehr vorsichtig war, bevor er PR-Aktionen zustimmte, die sich in Schulen abspielten. Er hatte ein echtes Problem mit Kinderhorden, die auf ihn schreiend zustürmten. Es gruselte ihn ein wenig vor einem Haufen Sechsjähriger, die auf ihm herumkletterten. Er war mehr dieser Mensch, der sagt, das ist die Armlänge und das ist der Abstand, den gefälligst alle einhalten sollten. Ich empfinde genauso. Und mal ehrlich, es ist etwas unterschwellig Unangenehmes, in dieser hallenden Lärmkulisse, die 100 Kinder in einem Schwimmbad oder einer Turnhalle erzeugen können, zu verweilen. Hergé hasste diesen Missklang und mied Schulauftritte so sehr er konnte. Dennoch glaube ich, dass er sich dagegen verwahrt hätte, a priori als Kinderhasser dargestellt zu werden. Er war in gewissen Empfindungen auch der ewige Boy Scout, der eine gewisse Reife nicht wirklich erreicht hatte, wie ich das nachempfinden kann. Es gibt aber Filmaufnahmen, die Hergé mit einer Gruppe Kinder zeigen, denen er erklärt, wie man zum Beispiel zeichnet. Nun kann man sich daran abarbeiten, ob der Künstler sich hier nun massiv überwinden muss, doch ich bin sicher, Hergé hätte dazu nur gesagt, solange die Situation überschaubar ist und die Kinder sich nicht wie wild gewordene Taranteln benehmen, ist es doch kein Problem. Wie ist das möglich, dass Tim alles kann? Er fährt Auto und Motorrad. Genau. Steuert Flugzeuge. Das liegt daran, dass er ein Held ist. Stimmt, er kann einfach alles. Er lernt aber ziemlich schnell. Oh ja, manche Leute sind eben begabt und er ganz besonders. Ah ja. Und wie lange brauchen Sie für ein Album? Ach, mein Junge, das dauert sehr lange. So ein Album besteht aus ungefähr 700 Zeichnungen. Zunächst wird die Geschichte erzählt. Erstmal ganz grob, in Form von Skizzen. Dazu muss man etwa 700 kleine Bilder zeichnen, mit dem Bleistift. Und diese 700 Entwürfe werden dann auf Durchschlagpapier übertragen. Jedes Bild wird abgepaust, auf ein eigenes Blatt. Dann muss alles mit Feder und Tusche nachgezogen werden. Jede einzelne Zeichnung. Siehst du? Hier erscheint gerade Tim in Schwarz-Weiß. Jetzt kommt Professor Bienlein dran. Er sieht immer ein bisschen verwirrt aus. Und hier, wenn man eine Hand zeichnet, kann man sich an seiner eigenen Hand orientieren. Dennoch gibt es aber auch Details in Hergés Leben, die eine etwas andere Sprache sprechen. In den 50ern gab es eine Zeit, in der Hergé den Lebenswandel seines Bruders Paul nicht gut hieß und unter dem Eindruck stand, dass sein Bruder damals nicht genug für seine zwei kleinen Kinder tat. Er bot sogar an, die beiden zu adoptieren und zu sich zu nehmen, damit sie eine bessere Schule besuchten, was allerdings die Mutter dieser Kinder abgelehnt hatte. Hergé hatte also keine Aversion gegen einzelne Kinder, er mochte nur nicht das Chaos, das sie in großen Horden verursachten. Und bei normalen Leuten wäre das doch auch kein Thema. Es ist nichts Originelles an der Feststellung, dass nicht jeder das Zeug dazu hat, Kindergartenfachkraft zu sein. Bei Hergé machte man eben ein Thema daraus, wegen Tintin. Doch Hergé wollte dringend Tintin reifer konzipieren, den jungen Abenteurer dem rein kindlichen noch ein Stück mehr entziehen. Er wusste sehr genau, dass die Leserschaft, die sich in den vorangegangenen Jahrzehnten diametral massiv vergrößert hatte, zunehmend aus Menschen bestand, die selbst das Kindesalter längst hinter sich hatten. Und Hergé empfand sicherlich, dass es an der Zeit war, dem etwas Rechnung zu tragen. Und er hatte es auch in den vorangegangenen Bänden durchaus versucht, allem voran in die Juwelen der Sängerin. Hinzu kam, dass in den späteren Jahren Hergé seine väterlichen Impulse, soweit er welche besaß, auf eine durchaus ungewöhnliche Weise erlebte, als eine Art Ersatzvater. Ich hatte in zwei Episoden die Journalistin Dominique de Vespin erwähnt, mit der Hergé noch aus der Zeit vor dem Krieg befreundet war und ihn einmal fast überredet hatte, mit ihr nach China zu gehen, um Chang zu suchen. In 1978 gab Hergé im Studio ihrem Sohn Alain Baran eine Stelle als zweiter Sekretär. Alain war 1951 zur Welt gekommen und vom Altersunterschied her hätte der 71-jährige Hergé mehr sein Großvater sein können. Doch Hergé wiederum war kein Opertyp. Er hatte gerade erst begonnen, progressive Jazz- und Rockmusik für sich zu entdecken. Er mochte zeitgenössische Filme und beschäftigte sich in Buchform mit manch einem neuesten Schrei, der da auf den Literaturmarkt kam.
und hatte schließlich eine deutlich jüngere Frau. Anderthalb Jahre zuvor, im Alter von 70 Jahren, heiratete Hergé endlich Fanny. Etwas, worauf die beiden viele Jahre warten mussten, da sich die Scheidungsprozedur mit Germain über Jahre zog. Hergé besuchte Germain weiterhin und versuchte eine Art freundschaftlichen Umgang mit ihr zu halten und unterstützte sie auch finanziell. Doch dieser Brunnen war einfach unabwendbar vergiftet und Germain hatte zu ihrer Lebzeit Hergé nie so richtig verziehen, dass er sie verlassen hatte. Alain Baran war zu diesem Zeitpunkt 27 Jahre alt. Er hatte sich um eine Karriere als Tänzer bemüht, doch nun orientierte er sich neu. Hergé sah in dem jungen Mann ganz anderes Potenzial und schon bald vertrat ihn der neue Assistent bei zahlreichen Anlässen in geschäftlichen Angelegenheiten. Dass Hergé und Dominique nun schon über ein halbes Leben befreundet waren, war in der belgischen Gesellschaft kein Geheimnis. Die Nähe zu Alain bot damit gewisses Material für Gerüchte. Und so erzählte man sich, Alain sei Hergés illegitimer Sohn. Dies stimmte wohl so nicht, doch es ist bekannt, dass Alain von dieser Vorstellung so geschmeichelt war, dass er zügig damit aufhörte, es zu widerlegen und von sich zu weisen. An dieser Stelle muss man vielleicht noch einen zusätzlichen Faktor zu Rate ziehen. Hergé hatte in der Tat nie eine konventionelle Familie gegründet, obwohl seine beiden Ehefrauen Kinder wollten. Doch das andere gut gehütete Geheimnis war, dass Hergé schon vor dem Kriegsende steril war, als Folge einer damals noch unausgereiften Bestrahlungstherapie, die er wegen einem akuten Hautausschlag erhielt. So zumindest beschreibt es Pierre Azulin in seinem Buch unter Berufung auf Unterredungen, die er mit Germain und mit Fanny hatte. Und es gibt tatsächlich eine unschmeichelhafte Episode mit einem Adoptivkind. Dies geschah allerdings kurz nach dem Krieg, inmitten der schlimmsten Zeit in Hergés Leben, am Rande ständiger Nervenzusammenbrüche und öffentlicher Ächtung. Hergé hatte der Germain nach langem Drängen zugestimmt, sich auf eine Adoption einzulassen. Sie adoptierten daraufhin ein Kind aus der Übersee, Näheres wurde nie beschrieben, ein Junge, der ungefähr 8 Jahre alt war. Hergé hielt das genau 2 Wochen aus. Die Anwesenheit eines Kindes störte massiv seine Tagesroutine und verstörte ihn geradezu, mit dem Resultat, dass das Kind tatsächlich zurückgegeben werden musste. Das, was Leute Hergé vorwerfen, ist häufig das, was ich an ihm interessant und faszinierend finde. Ich habe nicht die Arroganz, Georges Remy posthum zu predigen. Ich bin moralisch kein besserer Mensch als Hergé und ich bezweifle, dass es seine Kritiker sind. Und es gibt einfach zu viele negative oder zumindest problematische Eigenschaften bei Hergé, die ich selbst bei mir auch entdecke. Somit, on y soit qui mal y pense, um mal einen Engländer zu zitieren. Hergé war in der zweiten Hälfte der 70er Jahre bekanntermaßen deutlich weniger produktiv. Er hatte nun das Alter dafür, dass man es ihm nicht vorhielt und der Castermont Verlag hatte sich wohl ein wenig darauf eingestellt und aufgehört, ihn zu drängen. Im Studio selbst war das nicht unbedingt ein Anlass zur Freude. Zwar besaß das Studio noch immer genug Aufträge sekundärer Natur, Werbung und Korrekturen alter Bände und vermutlich störte es die Zeichner dort nicht, dass sie auch Zeit besaßen, ihre eigenen Geschichten zu kreieren. Und zu modifizieren gab es bei Hergé immer etwas. So meldete sich diesmal der Carlsen Verlag gewillt, endlich Tim im Kongo, in Skandinavien und in Deutschland zu publizieren, falls Hergé bereit war, einige der Grausamkeiten, die Tim in Afrika an Tieren verübt, abzuschwächen. Am Ende ging die berüchtigte Nashorn-Szene über Bord, bei der Tintin ein Dynamit zur Hand nahm, um das arme und inzwischen unter Naturschutz gestellte Tier in die Luft zu sprengen. Bekannt wurde ein kleiner Gag, den sich Bob de Moor und Jacques Martin leisteten. Sie zeichneten heimlich eine perfekte Tim und Struppi-Seite, die sie beiläufig auf Hergés Tisch legten, während er in der Schweiz war. Sie wollten ihn damit aufziehen, aber auch zu verstehen geben, dass die Erschaffung von Tim und Struppi nicht nur auf seinen Schultern ruhte und dass es da Möglichkeiten gäbe. Hergé gefiel dieses Pastiche ausgesprochen gut und er veröffentlichte die Seite bald darauf in der Zeitschrift L'Illustré. Doch das Ganze war durchaus ein ernstes Thema, so dass im darauffolgenden Jahr Jacques Martin endgültig das Studio verließ. Hergé nutzte die Freizeit weiterhin, um sich in der Welt der modernen Kunst weiterzubilden und um endlich wieder mehr Bücher zu lesen. Jahrzehnte zuvor hat er immer wieder geklagt, dass er nicht genug Zeit fand, Bücher zu lesen, da seine endlose Comics-Baustelle ihm kaum Ruhe ließ.
nun im Alter schwor er vor allem auf Honoré de Balzac und Georges Simenon, aber auch die Schriften von C.G. Jung, was in der Tat eine etwas seltsame Leseliste ist für einen Mann, der angeblich noch immer ein verkappter Rechter war. Ein unbeteiligter Außenstehender hätte angesichts Hergés Bücherregal vermutlich angenommen, er sei ein Sozialist. Hergé war fasziniert von Tao Te Ching, des chinesischen Philosophen Lao Tse, und er vernarrte sich in die Aufsätze und Aufnahmen von Alan Watts, einem britischen Philosophen und Wahlamerikaner, den man als einen der Ideengeber der Hippie-Bewegung ansah und der zu einer der Schlüsselfiguren der Counterculture wurde. Hergé sah auch eine Aufführung des Flower Power Musicals Hair und war gänzlich begeistert. Hergé mochte weniger arbeiten, doch das bedeutete nicht, dass er faul herumlag. Als fühlte er, dass seine verbleibenden Jahre sich zählten, verfiel er in eine hyperaktive Reisewut. Er bereiste Italien, Großbritannien, Skandinavien, Taiwan, Griechenland und erneut die Vereinigten Staaten. Bei seinem erneuten Besuch in den Staaten begegnete er wieder Andy Warhol, der ihm diesmal sein berühmtes Pop-Art-Porträt präsentierte. Für Hergé, dessen Passion nun seit 25 Jahren der modernen Kunst und auch der Pop-Art galt, war dies ein erhebender Augenblick und eine Bestätigung, auf die er wohl viele Jahre gehofft hatte. Und Hergés Einstellung gegenüber der nächsten Generation an Comiczeichnern ist ebenfalls interessant und ein Beleg für diese Widersprüchlichkeit, die an ihm so stimulierend ist. Nicht mehr um Diplomatie bemüht, begann sich Hergé von der Seele zu reden, welche Zeichner er mochte und welche nicht. Doch es machte ihm sichtlich mehr Spaß, junge Talente zu loben, als Kritik regnen zu lassen. Häufig sprach er sich gegen die Vulgarisierung des Comics und die wachsende Präsenz von Nacktheit und Sex. Und dennoch, als man ihm aus Amsterdam ein Probepaket mit aktuellen Underground-Comics schickte, sprach er in hohen Tönen und voller Lob über Robert Crumb, der damals häufig als zu pornografisch kritisiert und nicht selten zensiert wurde. Doch Hergé verstand sofort die subversive Intention und vor allem die zeitgeistige Notwendigkeit für Robert Crumbs Comics. Hergé war für einen Comics-Autor ziemlich wohlhabend. Das machte ihn in seiner Branche zu einem ungewöhnlichen Phänomen. Und letztendlich zahlte sich hier aus, dass er ein Leben lang das Geld im Blick behielt und ungern Schulden verzieh. Er war schon als junger Mann bereit, sich gerichtlich mit Léon Degrelle zu streiten, da er fand, dass dieser ihm Geld schuldete. Damals verlor Hergé noch, doch es hatte ihn geprägt. Aber vergessen wir auch nicht, dass Hergé zu jenen gehörte, die durch die Okkupation seitens der Deutschen und durch den Zweiten Weltkrieg kaum finanzielles Nachsehen hatte. Etwas, das ihm bis heute einige nicht verzeihen können. Castermont hatte in der Besatzungszeit über 600.000 Einheiten verkauft, von weiteren Lizenzierungen gar nicht zu sprechen. Für Comics in den 40er Jahren waren das unerhörte Zahlen. Doch Hergé wusste zu jedem Zeitpunkt, dass er zwar nach den Maßstäben seiner Branche sehr erfolgreich geworden war, aber deshalb nicht zu jenem Club dazugehörte, der die Preise von Kunstwerken bei Auktionen bestimmte. Dies war dann noch eine andere Liga und Hergé ließ sich davon nicht beirren. Er besaß die Disziplin, sich von seinen Gelüsten nicht ruinieren zu lassen. Aber es war nicht immer einfach. Schon seit der Zeit des Blauen Lotus liebte er klassische chinesische Kunst, vor allem Song-Dynastie. Doch er lehnte es ab, 75.000 Pfund Sterling für eine Vase zu zahlen, die man ihm damals anbot, auch wenn sie ihm außerordentlich gefiel. Nur etwas später bot man ihm einen Original Mark Rothko, den Hergé liebte, für 9 Millionen belgische Francs an. Einen Betrag, den er sich hätte gerade noch so leisten können, doch nachdem er sich 8 Tage lang verzweifelt die Nägel kaute, lehnte er schließlich ab. Doch es macht verständlich, weshalb es sich Hergé nicht nehmen lassen konnte, in der Gestalt von Karaidas in seinem vorangegangenen Tintin-Band diese deutlich reicheren Player und Kunstsammler auf die Schippe zu nehmen und als ignorante Banausen zu dissen. Als echter Kenner der Gegenwartskunst war Hergé absolut nicht arrogant und das macht sich bemerkbar an seinen beiden wichtigsten Ansprechpartnern zu diesem Thema, Marcel Stahl und Pierre Sterckx. Und hierzu müssen wir uns nochmal kurz zurückbegeben in die frühen und mittleren 60er Jahre. Marcel Stahl hatte Hergé noch vor dem Krieg kennengelernt durch seinen Bruder, der Paul Remy Berufssoldat war und damals in 1935 mit Marcel Stahl in derselben Einheit war.
Marcel Stahl hatte es in der Armee bis zu einem hohen Rang gebracht und ging 1960 in die Frührente. Sein Traum war es, ein Kunsthändler zu werden. Etwas, das er nebenher und in kleinen Dimensionen schon seit seinen ganz jungen Jahren betrieb. Hergé war von der Idee begeistert und legte bei dem unentschlossenen Marcel Stahl sein Wort in die Waagschale, indem er ihm anbot, die ersten 4 Monate die Miete für dessen eigene Galerie zu übernehmen. So entstand dann in der Avenue Louise Nummer 170 die Galerie Carrefour. Dies war nur wenige Minuten von Studio Hergé entfernt. Dies wurde letztendlich Hergés wichtigste Anlaufstelle und jener Ort, wo man eine Chance hatte, Hergé bei einem Glas Wein anzutreffen und ihn kennenzulernen. Dies sollte nun seine Szene sein, seine Welt. Er verbrachte dort so viel Zeit, wie er nur konnte. Und seine Erfahrungen in Carrefour sollten natürlich seinen letzten Tintin-Beitrag Tim und die Alpha-Kunst nachhaltig beeinflussen. Etwas anders lief die Sache mit Pierre Sterckx ab. Dieser war damals ein namhafter Kolumnist und Kunstkritiker, der sich ebenfalls in den Kreisen der Carrefour-Galerie bewegte. Sterckx war auch Bühnenautor und Jazzfanatiker, der übrigens dem Comic gegenüber sehr positiv eingestellt war und gerne erzählte, seine gesamte künstlerische Bildung hätte an dem Tag begonnen, als sein Vater ihm am Ende des Krieges der Blaue Lotus von Hergé gekauft hatte. Die Begegnung der beiden war somit noch eine Frage der Zeit. In der Galerie sprach Hergé schließlich den Kunsthistoriker an. »Ich habe Ihre Essays gelesen«, eröffnete Hergé, »und viel von Ihnen gehört. Ich würde mit Ihnen gerne eine Vereinbarung treffen. Ich möchte Sie einladen, mich hier jeden Donnerstag zur Mittagszeit zu treffen und dann werden wir über Gemälde sprechen. Ich werde Sie dafür bezahlen.« Pierre Sterckx soll da in Gelächter ausgebrochen sein. Der Vorschlag mutete in jener Zeit und in jenen Kreisen geradezu etwas unangemessen an. Doch Sterckx kannte Hergé noch nicht und wusste nicht, dass ein solcher Vorschlag eigentlich perfekt zu dessen Persönlichkeit passte. Sterckx willigte schließlich ein und bald schon wurde eine Freundschaft daraus. Er besuchte Hergé häufig in seinem berühmten Anwesen in Uccle und führte dort endlose Gespräche über Kunst, Kunstgeschichte, über Ethik und Ästhetik gleichermaßen. Sie besuchten Ausstellungen und Hergé war auch ein etwas betagter Gasthörer in den Vorlesungen, die Sterckx hielt. Doch Sterckx weiterer Beitrag zu Hergés Leben hatte mit Musik zu tun. Hergé hatte schon zuvor ein Interesse an Jazz, wenn auch in seiner eher ursprünglichen Ausdrucksform und dem etwas altmodischen Swing. Doch nun war es an der Zeit, die Stützräder abzunehmen. Hergé tauchte in die Welt des modernen Jazz ein, Bebop und sogar Fusion. Nach einem Konzert des damaligen 23-jährigen Pianisten Keith Jarrett merkte Hergé zu Sterckx an, es ist, als ob Debussy nicht gestorben sei. 15 Jahre später war Hergé ein alter, erfahrener Hase in belgischer Kunstszene, vertraut mit allen relevanten Namen und ihren Stilen. Vermutlich belastete ihn insgeheim, dass er selbst als Maler nicht wirklich Fuß fassen konnte, obwohl man ihm jahrzehntelang ein zeichnerisches Talent von einer historischen Tragweite bescheinigt hatte. Hergés Versuche, ein avantgardistischer, moderner Maler zu werden, wurden in der Kunstwelt teilweise schonungslos belächelt. Viele deuteten es als eine Wichtigtuerei an, als eine Identitätskrise Hergés, die, wie alle seine vorangegangenen Krisen, irgendwann vorübergehen würde. Die tiefste Wunde hatte seinerzeit der Direktor des Königlichen Museums für schöne Künste in Brüssel Hergé versetzt. Hergé wollte ihn unbedingt treffen und brachte hierzu 5 Proben seiner Malerei. Leo van Puvelde, der übrigens ein großer Tintin-Fan war, sah sich die Bilder geduldig an. Doch sein Urteilsspruch war niederschmetternd. Nicht schlecht, eindeutig nicht schlecht, aber ihr Potenzial wäre so viel besser genutzt, wenn sie beim Comics bleiben würden. Wir sind alle sicher des Direktors Meinung. Doch es macht verständlich, warum Hergé dieses bittersüße Verhältnis zu Comics und zu seiner Schöpfung Tintin besaß. Tintin war jahrzehntelang dieser Schinder, der ihm Tag und Nacht im Nacken saß und sogar dann, als das Leben deutlich leichter und gelassener geworden war, gab es für Hergé kein Entkommen aus dem dominanten Schatten von Tim. Doch es war extrem unfair, daraus zu kolportieren, Hergé hätte Tim stets gehasst, wie es übrigens Hergés Gegner bis heute behaupten, bar jeglichen Verständnisses für die psychologisch und existenziell komplizierte Biografie, die Hergé mit seinem unsterblichen Zögling im blauen Pullover und braunen Pumphosen hatte.
Wie so oft zeigt sich, dass jene, die am meisten Moral und einwandfreien Leumund einfordern, häufig gerade jene sind, die in geradezu soziopathischer Manier jegliches Mitgefühl und Toleranz vermissen lassen. Hashtag fuck cancel culture. Seine Gefährtin Fanny vertraute Hergé eines Tages an, ich werde wohl immer ein Sonntagsmaler bleiben. Hergé hatte insgesamt 37 Gemälde gemalt, die niemals gezeigt oder ausgestellt wurden und sich bis heute in Fannys Besitz befinden. Mit der Ausnahme von zwei Bildern, die Hergé mehr versehentlich mit Hergé signiert hatte. Seine Absicht war es damals, bei Gemälden nur seinen echten Namen Remy zu verwenden. Beide mit seinem Nom de Plume signierten Gemälde befinden sich übrigens bis heute im Besitz von Pierre Sterckx oder taten dies zumindest bis zu dessen Tod in 2015. Hergé war trotz dieser Dämpfer in seinen letzten Lebensjahren noch immer ein passionierter Kunstfan und kannte die belgische Kunstszene so gut wie kaum ein anderer. Doch die vergangenen Jahre haben ihm auch die Aufgesetztheit und das elitäre Gehabe in der Kunstwelt gezeigt, etwas, das er bereits beim Flug 714 auf die Schippe nahm, doch worauf er sich in seinem letzten Band Tim und die Alpha-Kunst erst richtig einschießen würde. Diese Erfahrung kulminierte in einem kleinen Gesinnungswandel bei Hergé. Seinem Freund, dem besagten Galeristen Marcel Stahl, gegenüber vertraute sich Hergé einmal an und sagte ihm, ich habe das Gefühl, dass ich meine Bleistiftspitze verlieren werde, wenn ich so weitermache. Er meinte damit, dass zu viel Zeit vergangen war, seit er den letzten Tintin-Band publiziert hatte, 6-7 Jahre. Hinzu kam, dass er zunehmend von dem Eindruck beseelt war, dass er zwar die moderne Kunstwelt liebte, doch letztendlich weder zu ihr etwas beitragen konnte, noch publizistisch allzu viel zu sagen hatte. Dieses Gefühl war sicherlich durch die Tatsache angefacht, dass er eben die besten Lichtgestalten der belgischen Kunstgeschichte, des modernen Kunstbetriebs, zu seinen intimsten Freunden machte. In ihrer Gegenwart war er, der deutlich ältere Späteinsteiger, immer dazu verdammt, der ewige Student zu sein. Aber er würde nie ihre Gravitas und ihr Renommee erreichen. Hergé besaß durchaus diese Stärke, auch mal einen Schlussstrich zu ziehen, und das tat er auch. Er entschied, sich dem zuzuwenden, wofür man ihm einst das Prädikat eines Weltführers verliehen hatte. Es war an der Zeit für ihn, wieder ein Orchester zu dirigieren, anstelle immer nur auf der Zuschauerbank zu sitzen. Es war an der Zeit für ein neues Tintin-Abenteuer. Hergé hasste es, vergebliche Arbeit zu leisten, und er mochte es, eine angebrochene Idee aus der Schublade zu packen, sie abzustauben und mit neuen Augen auf sie zu blicken. Er fand das extrem ökonomisch, so war schließlich Im Reiche des schwarzen Goldes entstanden. Hergé hatte schon seit 1962 darüber nachgedacht, eine Geschichte über Alcazar und Tapioca zu zeichnen, den beiden Antagonisten aus der Arumbaya-Fetisch. Damals, am Anfang der 60er, war Hergé sichtlich von den News und der Berichterstattung aus Kuba inspiriert, wo Fidel Castro und Ernesto Che Guevara einen Staatsstreich gegen den Präsidenten Fulgencio Batista erzielt hatten. Für Hergé schien hier das Leben, die Kunst zu imitieren, und er fand es interessant, den Ball wieder zurückzuspielen. Damals gelang es ihm jedoch nicht, genug Impuls aufzubringen, um das Projekt aus der Taufe zu heben. Geblieben war es bei einigen Dutzend Skizzen und Storyfragmenten, die damals noch unter dem Arbeitstitel Tintin et les Bigotudos liefen. Nun richtete Hergé einen frischen Blick auf das vorhandene Material. Neue Ideen hatten sich in den vorangegangenen Monaten und Jahren bereits angesammelt. Ich finde es ja zum Schreien, wie tief damals Hergés Geisteswelt in die Welt der Linksradikalen und Antifaschisten abgedriftet war. Etwas, das von seinen ewigen Nazi-Keule schwingenden Gegnern bis heute minutiös ausgeblendet und in ihren kontextbefreiten Porträts weggeschliffen wird. Ein Sozialist per se war Hergé freilich nie, aber er betrachtete diese zeitgenössischen Ereignisse mit einem regen Interesse und vergaß nie, wie viele große dogmatische Überzeugungen er im Verlauf seines Lebens aus eigener Kraft aufgegeben und weggestoßen hatte. Und obwohl Hergé nicht gewillt war, einseitige Kritik zu üben, war für ihn doch ganz klar, dass in der polaren Gegenüberstellung des marxistischen Guerilleros Alcazar und seines reaktionären, neoliberalen und sichtlich rechten Widersachers Tapioca Tintin und Haddock nicht lange überlegen müssten, auf wessen Seite sie sich stellen.
Doch Hergé verließ sich bei der Inspiration nicht nur auf Schlagzeilen. Er vertiefte sich in das journalistische Buch Le Guerriero des französischen Schriftstellers und Kriegskorrespondenten Jean Lartigy, das in 1967 erschienen war. Die Fotografien im Buch sollten für Hergé zu einer zentralen Quelle der Inspiration sein bezüglich der Kleidung der Picaros. Die Arbeit an diesem Band fällt auch mit der Entstehung der ersten großen Doku über Tintin und Hergé, Moi, Tintin, ein Projekt von Henri Rouen und Gérard Vallée, produziert von Raymond Leblanc und seiner Firma Bellevision. Hierbei wurden lange Passagen gefilmt, die versuchen, Hergés Alltag im Studio Hergé einzufangen und sozusagen seiner zeichnenden Hand zu folgen. Der Dokumentarfilm fand durchaus Anerkennung und wird bis heute gezeigt. Er wurde auch in 1977 auf den Filmfestspielen in Cannes in der L'Air du Temps-Sektion vorgestellt. Tim und die Picaros beginnt mit einer typischen, für einige Augenblicke geradezu beschaulichen Szene. Tim hat einen kleinen Ausflug auf dem Motorrad gemacht und kehrt zum Schloss Mühlenhof zurück. Wir sehen hier zum ersten Mal in einer offiziellen Hergé-Produktion Tim eine moderne Hose tragen. Dies war die eine Sache, die Hergé von den Dargaud-Bellevision-Filmen mitnahm, die ihm ansonsten nicht sehr am Herzen lagen. Der Abschied von den legendären Golf-Pumphosen. In den darauffolgenden Jahren wurde das zumeist kritisiert und als ein unnötiger Versuch gewertet, Tintin zeitgemäßer zu machen, ihn sozusagen zu verjüngen oder umgekehrt gesagt, ihn etwas reifen zu lassen. Um ehrlich zu sein, hat mich das nie interessiert. Da bin ich einfach nicht puritanisch genug, um sich an so etwas abzuarbeiten. Von mir aus soll Tintin in Jogginghosen herumlaufen, solange die Story gut ist. Das Eröffnungsbild wäre fast ein interessanter Schnitzer geworden, da Hergé diese gesamte Geschichte vor der Kulisse des Karnevals konzipiert hatte. Doch bei dem Eröffnungsbild zeichnete er eine sehr sommerliche Grafik. Dies wurde zum Glück von einem der Koloristen aufgegriffen und beanstandet, sodass Hergé das korrigieren konnte. Das Ergebnis ist erstaunlich melancholisch und gibt großartig die ländliche Stimmung eines späten Wintertages am Anbeginn des Frühlings wieder. Tim trägt löblicherweise einen Helm und hinten auf dem Gepäckträger sitzt Struppi, was deutlich weniger Vorbildfunktion hat. Außerdem bitte ich darum, zur Kenntnis zu nehmen, dass Tim auf seinem Motorradhelm ein sogenanntes Peace-Zeichen hat, damals ein Symbol gegen den Vietnamkrieg und gegen die nukleare Aufrüstung. Natürlich macht Hergé deutlich, dass es Dinge gibt, die für Tim nicht verhandelbar sind. Der Kapitän fängt Tim gleich mit einer Zeitung in der Hand ab. Er hatte gerade einen Artikel über Bianca Castafiore gelesen, in der auch Tims alter Freund General Alcazar Erwähnung findet. Viel auffälliger in dieser Szene ist, dass der Kapitän sich gleich ein Gläschen Whisky gönnt, diesen aber dann als ungenießbar ausspuckt und darüber sogar so verwundert ist, dass er den armen Tim kosten lässt, der zwar Alkohol in der Regel meidet, aber Haddock willig seine amateurhafte Meinung zu der Qualität des Getränks gibt. Die erneute Präsenz der Sängerin in der Presse bringt auch Fridolin Kiesewetter auf den Plan, der über die Klunker der Castafiore in der Zeitung liest und sogleich den Kapitän anruft, um ihn vorwurfsvoll anzuschnauzen, dass dieser nicht dafür gesorgt hatte, dass Bianca ihre Juwelen bei Kiesewetters Versicherungsfirma versichert hatte. Ein Sachverhalt, mit dem sich der Kapitän unter keinen Umständen freiwillig beschäftigen würde und wer kann es ihm verübeln. Tim und die Picaros ist in thematischer Hinsicht eine Art Fortsetzung von Die Juwelen der Sängerin, mit dem Unterschied, dass die Juwelen sozusagen eine auf Schloss Mühlenhof verankerte Farce ist, während die Picaros einen recht reisewütigen Band darstellt. Mit thematisch meine ich, dass die beiden Bände inhaltlich sehr viele Überlappungen haben. Zum einen spielt Castafiore in beiden eine durchaus zentrale Rolle, doch vielmehr ist es das Narrativ, welches durch und durch medial ist. Wie schon in Juwelen erleben wir unsere Protagonisten häufig durch die Linse der Medienlandschaft in Form von Zeitungsartikeln, TV-Interviews und Radiosendungen. Hergé ist erneut daran interessiert zu zeigen, wie sehr die Medien über die Stränge schlagen, wenn sie ihre Aufgabe überdehnen und statt Fakten zu berichten, lieber die öffentliche Meinung gleich mal mitgestalten. Ein Topos, über den wir heute alle ein Lied singen können. Bald schon geht nämlich die News um die Welt, dass General Tapioca die tourende Sängerin verhaften ließ, da in ihrem Gepäck angeblich irgendwelche Spionageunterlagen gefunden wurden.
Da dauert es nur einige Atemzüge und schon stehen die beiden schmierigen Aufmacherreporter Hans-Wolf Schnuffel und Walter Risotto von Paris Flash vor dem Schlosstor und möchten vor allem Haddock zu dieser Angelegenheit interviewen. Sie konfrontieren Haddock allerdings mit der neuesten Mitteilung, die gerade von der Rundschau gedruckt wurde. Hierbei ließen die Sprecher der Regierung von St. Theodoros verlautbaren, dass sie die Sängerin der Beteiligung an der Verschwörung des General Alcazar beschuldigen, und zwar einer Verschwörung, deren Drahtzieher letztendlich Haddock, Tim und Professor Beanlein sein sollen. Als Begründung wird angegeben, dass einerseits Tintin seit Jahren mit Alcazar befreundet sei, während die Castafiore vor nicht so langer Zeit auf Schloss Mühlenhof gastiert habe, also eine direkte Bezugnahme auf die Juwelen der Sängerin. Hergé beschwört hier eine mediale Dynamik herauf, die heute extrem vertraut klingt. Man denke nur an diese Frau, die vor einigen Jahren einen rassistischen Tweet gepostet hatte, dann ihr Handy ausmachte, das Flugzeug bestieg, mit dem sie in den Urlaub flog, und als sie 8 Stunden später am Zielflughafen das Handy wieder einschaltete, war sie längst von ihrem Job gefeuert worden und wurde bereits seit 8 Stunden von einem globalen Shitstorm durchgewalzt. Hergé zeichnete diese Geschichte in den 70er Jahren, also lange vor dem Internet und dessen blitzschnellen Möglichkeiten. Umso faszinierender ist es, wie gut es ihm gelang, dieses Gefühl von unaufhaltsamer Dringlichkeit und geradezu neurotischer Atemlosigkeit zu erzeugen, bei der die Presselandschaft als eine Art Brandbeschleuniger funktioniert, während die betreffenden Gestalten letztendlich indirekt miteinander kommunizieren, indem sie Presseerklärungen abgeben. Wie relevant erscheint gerade heute die zentrale Aussage dieses Heftanfangs, gerade heute? Die Rede ist von einer sogenannten Argumentation ad hominem und dabei explizit dem Argumentum ad populum. Der englische Ausdruck guilt by association trifft hier den Nagel auf den Kopf. Im Deutschen sprach man gerade in jenen Jahren von der sogenannten Kontaktschuld. Und dies war ein heißes Thema in Europa, auch in Deutschland, wo wegen der RAF der Begriff Verfassungsfeinde täglich Schlagzeilen machte. Alcazar kennt Tim, Tim kennt Castafiore, ergo muss Castafiore eine Verschwörerin sein. Auch für die Zeitungen ist das kein Problem, Hauptsache die Umsätze gehen nach oben. Bereits auf den ersten 4 Seiten seiner Geschichte entfesselt Hergé eine seiner zeitgeistigsten philosophischen Auseinandersetzungen. In diesem Band ist das nur die Spitze des Eisbergs. Es ist auch amüsant, wie Hergé ausgerechnet die ländlich-romantische und gänzlich harmlose Atmosphäre von Die Juwelen der Sängerin dazu benutzt, General Tapioca dieses Narrativ einer Verschwörung formulieren zu lassen. Diese Idee, dass damals auf Schloss Mühlenhof eine Regime-Change-Strategie ins Auge gefasst wurde. Hier wird also eine diebische Elster zu einer Palastrevolte stilisiert. Doch dieser Thematik stand Hergé sehr nahe, denn er wusste noch sehr genau, wie das ist, wenn die Presse über ihn schrieb und wie sehr seine Gegner grobschlächtige und häufig unfaire Gesamtverhaftungen seiner Person betrieben haben. Um ihn durch Strohmann-Argumente mit irgendwelchen Nazis in Verbindung zu bringen, mit denen Hergé seit den 30ern kaum etwas zu tun hatte und gegen deren Aussagen er sich kaum wehren konnte. Wenn der exilfrustrierte Leon de Grelle aus dem spanischen Exil plapperte, er sei Hergés bester Freund und Ideengeber, war nicht jeder besonders gut darin, hier die Kontaktschuld in aller gebotenen Fairness einzuschätzen. Hierbei holten, wie so oft zuvor, Hergé internationale Schlagzeilen ein. Denn in jenen Jahren war ein Name ständig in der Presse, der des französischen Philosophen und Revoluzers Régis Debray. Debray hatte sich 1967 unter der Führung von Che Guevara an dem Bürgerkrieg in Bolivien beteiligt, dort wo Ernesto Guevara schließlich durch die Handlanger des CIA exekutiert wurde. Régis Debray wurde zusammen mit anderen Genossen verhaftet und in Bolivien zu 30 Jahren Zuchthaus verurteilt. Die französische Regierung bemühte sich um seine Freilassung, was damals in 1970 gelang, als für relativ kurze Zeit der eher linksliberale Juan José Torres in Bolivien an der Macht war und Debray begnadigte. Debray lebt übrigens heute noch und ist ein anerkannter Professor und Publizist. Damals war er bald schon auch in der deutschen Presse kein Unbekannter, da ihm Verbindungen zur Roten Armee-Fraktion nachgesagt wurden, insbesondere da man munkelte, dass Andreas Bader und Gudrun Enslin sich in seiner Pariser Wohnung versteckt haben sollen.
Debré war kein reiner Bürgerschreck. Er beriet in den 80ern François Mitterrand und saß in den späteren Jahren in allerlei politischen Kommissionen. Am Ende gelingt es den Bonzen in San Theodoros, genug medialen Druck auf Kapitän Haddock auszuüben, dass dieser nachgibt und sich bereit erklärt, als Gast der Regierung in Las Dopicos, das General Tapioca übrigens in Tapiocapolis umbenannt hatte, hinzufliegen und zu einer Klärung der Vorwürfe beizutragen. Nun geschieht etwas Unerhörtes. Tim verweigert Haddock die Mitreise und begründet dies damit, dass er General Tapioca nicht über den Weg traut und dass auch Haddock dem General nicht trauen sollte, da er mit Sicherheit in eine Falle tappt. Dies ist ein unikater Augenblick, in dem Tintin zum ersten Mal zu kneifen scheint und ausgerechnet, wenn seine Freunde ihn brauchen. So brechen Kapitän Haddock und Professor Beanlein alleine auf, um mit Hilfe der Diplomatie die Castafiore und ihre Entourage vor dem lateinamerikanischen Gefängnis oder gar einer Hinrichtung als Spionin zu retten. Die Situation besitzt natürlich eine für Hergé klassische, unterschwellige Ironie mit ungeheurer Sprengkraft, dass Haddock und Beanlein gemeinsam unterwegs sind, um mittels Vermittlung und Verhandlung ihre Freunde zu retten. Also ein temperamentvoller Mann mit einer extrem kurzen Lunte und cholerischen Anwandlungen und ein stocktauber Wissenschaftler. Das perfekte Team für eine diplomatische Mission. Tim hatte natürlich recht und die ganze Angelegenheit ist nur eine Scharade. Dies ist schließlich nicht seine erste Begegnung mit San Theodoros. Tim war schon in seinem 6. Abenteuer, der Arumbaya-Fetisch hier. Wir erkennen bald, dass in jenem Augenblick, in dem Haddock und Beanlein in Tapiocapolis die Treppe des Flugzeugs heruntergehen, sie bereits Gefangene von General Tapioca sind. Haddock braucht für diese Erkenntnis gut 2 Tage. Dann geht auch ihm auf, dass sie trotz des tollen Appartements und der luxuriösen Umstände nur gefangene Vögelchen in einem goldenen Käfig sind. Doch da steht plötzlich Tim vor ihm. Seine Erklärung lautet, dass er seine Meinung geändert hatte und dass er es bedauert hatte, seine Freunde im Stich gelassen zu haben, und so nahm er sogleich das nächste Flugzeug. Wortwörtlich sagt Tim: "Ich bereue, nicht mitgefahren zu sein. Ich dachte an die Freunde im Gefängnis, für deren Freilassung wir uns einsetzen müssen. Also nahm ich das nächste Flugzeug. So einfach war das." Und Haddock sagt darauf: "Dumm war das." Das ist eine sehr genaue Übersetzung des französischen Originaltexts. Und auf den ersten Blick scheint es tatsächlich, dass der Universalheld Tintin einmal gekniffen hatte, wenn auch nur für einen Tag. Es geht nicht so sehr darum, dass es Tintin nicht zustünde, Nein zu sagen, wenn ihm eine Unternehmung sinnlos oder zu verwegen erscheint. Es geht mehr darum, dass man dieses Verhalten als out of character bewerten könnte, also als äußerst untypisch und uncharakteristisch. Allerdings möchte ich hier eine andere Deutung des Sachverhalts anbieten. Und dies ist keine offizielle Position. Diese Erklärung wird uns auch nicht von Hergé explizit präsentiert. Man muss schon sehr zwischen den Zeilen lesen, um sie vertreten zu können. Doch die ganze Situation erlaubt eine ganz andere Lesung. Tintin hatte natürlich zu keinem Zeitpunkt vor, Haddock im Stich zu lassen. Doch er wollte auch nicht in eine Falle tappen. Deshalb ließ er Haddock und Beanlein erstmal fliegen, gewahr dessen, dass es ihm nicht möglich war, sie daran zu hindern und sie umzustimmen, und nahm am nächsten Tag ein anderes Flugzeug, um inkognito ins Land einzureisen. Gleichzeitig ist es Tim gänzlich bewusst, dass der gesamte Bungalow abgehört und mit Videokameras gefilmt wird. Er kennt Tapioca und seinen Führungsstil. Er entdeckt zügig die Wanzen und die Kameras und zeigt sie dem Kapitän auch. Zugleich weiß Tim aber auch, dass seine Beobachter nun wissen, dass er weiß, dass sie ihn beobachten. Dennoch muss er aber mit Haddock sprechen. Dies ist eine recht komplexe Situation für einen Tim und Struppi Comics. Wenn also Tim sagte, ich bereue, nicht mitgefahren zu sein, spricht er dann nicht eher für die heimlichen Überwacher am anderen Ende der Abhörwanzen, sodass seine Präsenz dort so gedeutet wird, als sei er nachträglich in die Falle getappt? Allerdings wäre diese Theorie deutlich besser untermauert, wenn Tim vor seiner Ankunft im Goldkäfig einen heimlichen Plan gefasst hätte, den er nun in Bewegung setzen würde. Doch Fehlanzeige. Er schnappt sich gelassen eine Zeitschrift und löst Kreuzworträtsel. Für 3 Tage passiert überhaupt nichts. Doch bevor wir weitermachen, möchte ich noch einige Worte zum Subtext sagen, da dies tintinologisch eine unglaublich relevante Szene ist. Dieser besagte Handlungsablauf, bei dem Tim, der sich zuerst der Reise verweigert und dann dennoch nachkommt und sich bei seinen Freunden entschuldigt, mag nun eine der kontroversesten Stellen des gesamten Tintin-Werks sein,
Doch was ist, wenn diese Szene in Wirklichkeit eine ganz andere Bedeutung hat? Hergé wurde so oft nach dem Krieg dafür angefeindet, dass er aller Häme, aller Marginalisierung zum Trotz dennoch zu jenen Freunden hielt, die noch härter als er im Verruf standen, en civique zu sein, da sie noch mehr als er wegen ihrer Kollaboration beschuldigt wurden. Wie sehr nutzte man es gegen Hergé, dass er Melke Beke nach dem Krieg unterstützte, dass er Raymond de Becker im Gefängnis besuchte und andere Fälle? Hergés Einwand hierbei war, dass eine Freundschaft nicht dadurch enden sollte, weil der beste Freund vor dem Richter steht. Ist das nicht gerade jener Augenblick, wo ein Freund einen am meisten braucht? Und muss man es denn nicht einfach ertragen, egal was die Kritiker sagen, und dem Prinzip der Freundschaft Vorrang geben? Nun, sicherlich ist jede Freundschaft belastbar und überlastbar, doch Hergés verfemte Freunde waren keine Massenmörder und Frauenschänder. Sie waren Künstler und Publizisten, die in den Besatzungsjahren auf Konformität und Mitläufertum gesetzt hatten. Hergés Kritiker verlangten von ihm, sich von solchen Freunden loszusagen, sie öffentlich zu denunzieren und auf diese Weise zu der eigenen Verbesserung als en civique beizutragen. Etwas, das Hergé nie getan hat und das tief gegen seine Boy Scout-Überzeugungen ging. Mir scheint es, dass Hergé in dieser Szene mit Tintin und St. Theodoros einmalig zu seinen Kritikern spricht. Er sagt hier durch die Blume: Ich lasse einen Tag lang Tim so handeln, wie ihr es von mir unentwegt verlangt habt. Seid ihr nun zufrieden? Ist das der Tintin, den ihr gerne hättet? Natürlich wollen wir das alle nicht. Und am nächsten Tag ist Tim natürlich wieder der Alte. Und die Geschichte kann weitergehen. Dies ist natürlich eine sehr spekulative Deutung der Szene, doch allein schon, dass ich so lange über einen einzigen Sachverhalt sprechen kann, macht deutlich, wie tief die Gewässer in diesem Tim und Struppi-Band sind. Es ist erst der vermeintliche Zufall, der die Dominosteine der weiteren Ereignisse anstößt. Tintin erkennt an der Stimme des Hausdieners und offensichtlichen Spitzels Manolo, dass es sich um Pablo handelt, den Tintin damals im Arumbaya-Fetisch kennengelernt hatte und dem Tintin sein Leben verdankt. Pablo verrät unseren Helden, dass sie in Gefahr sind. Der Drahtzieher, der Tapioca all diesen Unheil einflüstert, ist kein geringerer als der bordurische Oberst Spons, der hier unter dem Namen Esponja zugange ist. Tapioca San Teodoro wird von Bordurien unterstützt und Spons funktioniert hier als der Agitator und Berater des Diktators. Es wird schnell deutlich, dass Spons hier Rache an Tim verüben möchte für die Schmach, die ihm dieser in der Fall Beanlein zugefügt hatte. Castafiore, Wagner, Luise, Beanlein und Haddock, all jene, die damals an dieser Schande beteiligt waren, befinden sich bereits in seiner Hand und nun auch Tim. Und dabei sind sie nur die Trittsteine eines größeren Plans, an dessen Ende nicht nur Tim tot ist, sondern auch Alcazar und seine große Guerilla-Revolution. Pablo verrät Tim und Haddock, dass der Plan eine Art Smoking-Gun-Szenario vorsieht, bei dem falsche Alcazar-Guerillas das Gasthaus überfallen und hierbei Tim, Haddock und Beanlein töten werden. Spons wäre auf diese Weise Tim und Haddock los und Tapioca hätte international einen besseren Stand, da er Alcazar und seine Kämpfer als abscheuliche Monster brandmarken könnte, die Touristen ermorden. Pablo erklärt jedoch, er arbeite in Wirklichkeit für Alcazar und dieser hätte einen Plan zur Rettung der drei Freunde. Am darauffolgenden Tag, bevor abends die falschen Guerilleros zuschlagen, steht für die Staatsgäste der Besuch einer baztekischen Pyramide auf dem Programm. Dort wollen die Guerilleros Tim und seinen Freunden zur Flucht verhelfen, noch bevor Oberst Spons seinen teuflischen Plan umsetzen kann. Bei der Pyramide bemühte sich Hergé nicht unbedingt um kulturelle Authentizität. Aus dem Arumbaya-Fetisch wissen wir, dass San Theodoros ein kleines fiktives Land ist, das sich irgendwo dort befindet, wo Bolivien und Peru ist. Amerikanische Pyramiden befinden sich allerdings in Mexiko, Belize und Guatemala. Die Pyramide sieht großartig aus und ist eindeutig der Pyramide des Kukulkan nachempfunden, die sich auf dem mexikanischen Yucatan befindet, in Chichen Itza. Es ist eine Maya-Pyramide, die wohl im 11. Jahrhundert erbaut wurde und von der Hergé entsprechende Fotos aus Zeitschriften besaß. Erstaunlicherweise zieht er hier nicht alle Register seiner Kunst und so können wir immer nur Aufschnitte der Pyramide sehen. Allerdings kann man das ganze Bauwerk auf der Titelseite des Bands bewundern, aber nur dort.
Die Flucht gelingt und Tintin trifft endlich auf Alcazar, der sie in einem Lastwagen erwartet. Doch nun zeigt sich, dass diese Aktion die wahre Falle ist, die Oberst Spons eingefädelt hat. Pablo spielt offensichtlich ein falsches Spiel. Auf diese Weise soll es gelingen, Alcazar und Tim ins selbe Auto zu manövrieren. Nur wenig weiter im Wald wartet eine ganze Militäreinheit auf den Lastwagen, die Tim, Alcazar und alle anderen in Stücke schießen soll. Oberst Spons möchte also mit einem Streich nicht nur Rache an Tim üben, sondern Alcazars Revolution niederschlagen, indem er deren Anführer beseitigt. Dies gelingt beinahe auch. Nur im letzten Augenblick kann Tim feststellen, dass etwas nicht stimmt und allen das Leben retten. Doch der Lastwagen ist hinüber. Nun beginnt eine lange Reise durch den tropischen Urwald, während oben über den Baumkronen Tapiokas Hubschrauber nach den Guerilleros fahnden. Bald erleben wir ein Wiedersehen mit dem Arumbayas und dem Ethnologen Ritual, den Hergé damals im Arumbaya-Fetisch vorgestellt hat. Die Arumbayas haben einen gewissen Rapport mit den Guerillas. Sie teilen mit ihnen auch eine Passion für harten Alkohol. Als eine Art Subplot läuft ein anderes Thema durch diese Geschichte und dies ist beim ersten Hinsehen eine merkwürdige Angelegenheit. Bereits von den ersten Seiten dieses Abenteuers erleben wir, wie Kapitän Haddock plötzlich außerstande ist, einen Whisky zu genießen. Die Spirituose schmeckt ihm wie Gift auf der Zunge, ungeachtet dessen, welche Flasche er hierzu antesten mag. Ähnlich wie schon andere Running Gags, wie zum Beispiel das berühmte Heftpflaster, das am Finger kleben bleibt, setzt sich Haddocks Alkoholproblem in der Geschichte fort. Es ist ein seltsames Rätsel, das sich durch die gesamte Handlung fortsetzt. Wie wir später erfahren, ist Professor Beanline daran schuld, da er Haddock als Versuchskaninchen benutzt, um ein Präparat zu testen, das Alkoholikern den Suff verleitet. Als Haddock dies erfährt, empfindet er es als einen ungeheuren Affront und eine tiefe Verletzung seiner Freiheitsrechte. Zwischen Beanline und ihm entsteht ein heftiger Streit, der in Faustschläge übergehen würde, wäre Tim nicht da, um dies in letzter Sekunde mit Mühe und Not zu verhindern. Für Haddock ist Beanline diesmal zu weit gegangen. Dies ist auf jeden Fall ein weiteres interessantes Thema, das Hergé hier nonchalant in die Gesprächsschale wirft und zu einer ethischen Fragestellung macht. Natürlich ist dies alles augenzwinkernd, doch darf man einen Alkoholiker ohne dessen Zustimmung medikamentös von seiner Krankheit heilen? Hergé belässt es allerdings nicht bei einem isolierten Handlungsstrang, sondern lässt Beanlines Erfindung zu einem zentralen Aspekt der Haupthandlung werden. Und die Haupthandlung dreht sich natürlich um die von Alcazar angeführte Revolution. Denn Tapioca kauft bei dem schottischen Whiskyhersteller Loch Lomond große Mengen seines Whiskys ein, den er mit Fallschirmen über dem Urwald abwirft, um die Revolution zu destabilisieren. Doch viele der Holzkisten werden eher von den Arumbayas gefunden, etwas, das Ritual ziemliches Kopfzerbrechen bereitet. Dies mag drollig anmuten, doch ironischerweise gab es in der Menschheitsgeschichte immer wieder Momente, wo Alkohol verwendet wurde, um den Feind zu schwächen, wie zum Beispiel bei der Eroberung des nordamerikanischen Westens, bei dem häufig Indianer mit kostenlosem Alkohol versorgt wurden, um sie gefügig zu machen und ihre soziale Struktur aufzuweichen. Und die Briten waren sich nicht zu schade, Opium zu instrumentalisieren, um so auf das chinesische Gemeinwesen in strategisch wichtigen Hafenstädten einzuwirken und es dort zu destabilisieren. Doch zufällig ist eben Beanline zur Stelle, um mit Hilfe seiner Anti-Alkohol-Tabletten kann er den Ureinwohnern die Lust am Whisky austreiben. Tim und die Picaros präsentiert neue, aber auch vertraute Gesichter, die wir bereits aus vergangenen Bänden kennen. Allem voran der ultimative Guerriero Alcazar, der in dieser Handlung eine deutlich größere Rolle einnimmt und einige der besten Gags dieser Geschichte beanspruchen kann. Man erkennt sogleich, wie sehr die Artikel um Fidel Castro und Che Guevara Hergé inspiriert haben, denn Alcazar ist in diesem Heft eine Fundgrube für witzige Ideen. Allen voran lernen wir seine Frau Peggy kennen, die der Prototyp eines keifenden Drachens ist und Alcazar, den Anführer der Klassenrevolution, tief unter ihrem Daumen hat. Peggy Alcazar ist großartig gezeichnet und ich halte sie für eine der besten Karikaturen, die Hergé jemals hervorgebracht hat. Und es ist äußerst komisch, dass Alcazar, das Alpha-Männchen und der Anführer der großen leninistischen Revolution, in Wirklichkeit ein Pantoffeltierchen ist und die Revolution damit de facto von einem Alpha-Weibchen angeführt wird, auch wenn es keiner dieser Männer zugeben würde.
Hergé karikierte Frauen zumeist und machte sie dabei oft zu dominanten und tonangebenden Individuen, die keinem Mann untergeordnet waren. Zugleich besitzt Peggy die Ausstrahlung eines bestimmten Frauentyps, den wir alle irgendwann mal gekannt haben, vermutlich als Lehrerin in der Schule oder als eine Vorgesetzte in einer Firma, eben überall dort, wo die Peggys dieser Welt ihre Dominanz ausleben wollen. Interessanter finde ich, dass Peggy in gewisser Weise eine krakelende Prekariatsvariante der Castafiore ist, also eine Bianca ohne die Stimme und ohne das Geld. Sie ist auch so gekleidet, als lebte sie auf einem Campingplatz, was auch darum lustig ist, da wir uns inmitten einer lateinamerikanischen Guerilla befinden. Und Beanline, der offensichtlich einen tiefsitzenden Fimmel für dominante Frauen hat, verfällt Peggy natürlich vollständig. Peggys kreative Herkunft ist, gelinde gesagt, bizarr. Hergé sah im Fernsehen eine Reportage über den amerikanischen Ku Klux Klan, wo die Sprecherin der Vereinigung zu Wort kam und Hergé begeistert zu Papier und Bleistift griff und sie hastig skizzierte. Alcazars Erfolg ist sichtlich gefährdet, da seine Kämpfer nur noch zwischen Vollrausch und absoluter Verkaterung vegetieren. Tim spielt nun ein recht interessantes Spiel. Gewahr dessen, dass Beanline an Haddock und den Arumbayas erfolgreich erprobte Anti-Alkohol-Tabletten besitzt, bietet Tim Alcazar an, seine versoffenen Picaros trocken zu kriegen, wenn Alcazar ihm im Gegenzug eine Bedingung erfüllt. Die Bedingung lautet, seinen Staatsstreich ohne anschließende Hinrichtungen zu gestalten. Alcazar fällt das entsprechend schwer, da er sich den Triumph natürlich Hand in Hand mit allerlei öffentlichen Exekutionen ausgemalt hat. Dies ist zugleich eine der witzigsten Szenen, als Alcazar Tim verzweifelt anbettelt, ihn wenigstens Tapioca töten zu lassen. Doch Tim gibt nicht nach und so verspricht ihm Alcazar schweren Herzens eine humane Revolution. Dennoch ist Tim skeptisch, was den Erfolg der Operation betrifft. Alcazar hat nun 30 Männer in seiner Gruppe, möglicherweise zu wenig, um einen kompletten Umsturz zu proben. Alcazar betont, dass dies möglich sei, da bald der Karneval beginnt und in Los Dopicos jeder Sternhagel voll sein würde. Später wird deutlich, dass Loch Lomond einer der Sponsoren der Veranstaltung ist. Tim hält weiterhin zu Alcazar, obwohl er vermutlich nicht an den demokratischen Gestaltungswillen seines alten Freundes glaubt. Doch zwischenzeitlich wird in Tapiocapolis Castafiore, Wagner und Luise ein öffentlicher Prozess gemacht und im Fernsehen übertragen. Als Tantan auf diese Weise herausfindet, dass die Schulzes, welche undercover der Castafiore aus Sorge um ihre Juwelen ins Land gefolgt waren, dort als Spione zum Tode verurteilt werden sollen, bezieht Tim endgültig Stellung und beschließt, bei Alcazars Putsch mitzumachen. Hierbei spielt der Zufall eine entscheidende Rolle, denn der besagte Karneval steht an und viele Teilnehmer des Karnevalsumzugs reisen aus der gesamten Welt an und damit auch aus Belgien. Der belgische Verein heißt hier Hallodris, im französischen Original nennt sie Hergé Le Joyeux Turlurant, während sie in der englischen Übersetzung The Jolly Follies heißen. Und natürlich ist der Vereinsgeschäftsführer niemand anderer als Fridolin Kiesewetter von der Versicherung Weitblick. Hergé hatte sich mit Kiesewetter in der Vergangenheit viele Späße erlaubt und stilisierte ihn zu einem kleinbürgerlichen Trottel, einem geschwätzigen Langweiler und typischen Opfer der modernen Fernsehkultur. Kiesewetter ist unreflektiert und zugleich narzisstisch. Er hält sich für extrem unterhaltsam, bemerkt jedoch kaum, dass er immer nur allein über seine eigenen Witze lacht. Als Leiter der Hallodris wird dies auf die Spitze getrieben. Für Hergé sind die Jecken ein Sinnbild für erzwungene Heiterkeit. Niemand findet Karnevalsleute wirklich komisch, außer Karnevalsleute selbst. Kiesewetter wird von Hergé noch einmal zur Höchstform poliert. Der geschmacklose Versicherungsfritze steigt inmitten des Urwalds aus einem Reisebus aus. Die Hallodris haben sich auf dem Weg nach Tapiocapolis verfahren. Doch dieser unwahrscheinliche Zwischenfall lässt in Tims Kopf die Glühbirne angehen. Nun hat er die Idee, der Staatsstreich könnte vielleicht doch gelingen. Hergés finaler Akt der Handlung ist verdammt cool. Tim, Haddock, Alcazar und 30 Guerilleros verüben vor der Kulisse eines lateinamerikanischen Karnevals einen dramatischen Staatsstreich. Einfach großartig. Hergés Haltung hierbei ist recht subtil. Tapiocas Diktatur muss gestürzt werden, doch das macht ihn zu keinem Optimisten bezüglich des daraus resultierenden Alcazar-Regimes.
Ideologisch lässt sich hier Hergé nicht einspannen und trotz seiner Sympathien für Alcazar war er kein Marxist. Ohnehin darf man nicht vergessen, dass der Alcazar in der Arumbaya-Fetisch kein sozialistischer Revoluzer ist, sondern mehr ein populistischer Kontrahent, dessen Konflikt von dem Gran Chaco-Krieg inspiriert war. Doch für Hergé besteht das Problem nicht so sehr darin, ob man Marxist ist oder nicht, sondern darin, wie sehr Macht jeden verändert. Und er ist darum nicht in Gänze gewillt, Alcazar zu verherrlichen. San Theodoros wird immer San Theodoros bleiben, mit Favelas und einer ungerechten Staatspolizei. Aber zumindest sollen sich die San Theodoreken selbst regieren und nicht von einem Proxy aus Bordurien gelenkt werden. Hergé hatte einmal gesagt, Überzeugungen sind wie Gefängnisse. Und nirgendwo sonst kommt dies besser zum Ausdruck als hier in der berühmten Juxtaposition von Tapiocapolis und dem späteren Alcazaropolis. Dies ist sicherlich eine der am meisten zitierten Bilddarstellungen von Hergé und des belgischen Künstlers klares Statement dazu, was er wirklich von all diesen Ideologien und ihren Verfechtern hält. Arm wird immer arm bleiben und die Polizei hält den Schlagstock bereit. Und das ist alles, was man wissen muss. In dem berüchtigten Interview mit Numa Sadoul, das zeitlich mit der Arbeit an diesem Band zusammenfiel, sagte Hergé: Wir glauben, Kontrolle über unsere Existenz zu haben, doch das ist eine Illusion. Im Thema und die Picaros, sagte Hergé weiter, ist alles passiv. Jeder ist nur das Opfer von Zufall und äußeren Einflüssen. Der große Leader, General Tapioca, ist nur eine Marionette der Borduren. Der große Revoluzer Alcazar ist nur ein Pantoffeltierchen von Peggy, die ihn im Original Zazar nennt. Hinzu kommt, dass Tapioca Alcazar bezichtigt, nur eine Marionette des Konzerns International Banana Company zu sein. Hergé lässt es bei dieser Anschuldigung bewenden und erklärt es nicht weiter. Wie gewohnt in jenen Jahren entstand dieser Band in enger Zusammenarbeit mit Bob Demore. Insbesondere in den komplexen Szenen im Finale, während sozusagen der Staatsstreich auf volle Touren läuft und jeder Bilderrahmen voller Personen ist, war Bob Demores Können und Geschwindigkeit gefragt. Er erfand auch die Band Les Coconuts, die auf dem riesigen Karnevalswagen mitfährt und lateinamerikanische Musik spielt. You might think that there must be an army of skilled draftsmen behind Tintin. Not at all. But there is a recipe. Copy it and you may become famous. Hergé would see his collaborator, Bob Demore. Bob Demore would see Hergé. They consulted regularly. The recipe? Quite simple. A pencil, a rubber, some paper, and a glimmering of an idea to start with. Every page must carry a maximum of information and make one want to go on reading. A good layout is vital. Gestures must be just so. The readers are particular. Je pense que le bras est bien à sa place comme ça. Et voilà. Ok, merci Bob. Oui, parfait. Tout à fait bien. Tout à fait bien. Parfait. The pose is refined until the drawing is up to the story. Die Geschichte erschien gewohnt im Tintin-Magazin und wurde später von Castement übernommen. Zwischen den beiden Versionen gibt es so gut wie keine Unterschiede, abgesehen von leichten Anpassungen der Kolorierung. Interessant ist, dass eine ganze Seite gestrichen wurde. Hergé musste sie aus Platzgründen herauskürzen, um auf die regulären 62 Seiten zu kommen. Doch in 1979 stellte er sie dennoch fertig, damit sie im Begleitkatalog für die Ausstellung Le Musée Imaginaire de Tintin abgedruckt werden konnte. In der gestrichenen Szene zelebriert sich Oberst Spont selbst und möchte in typisch balkanischer Manier sein Schnapsglas zu Boden werfen. Dieses weigert sich aber kaputt zu gehen. Ein typischer Hergé-Gag mit bitterer Pointe. Um seine Lächerlichkeit zu überspielen, verlangt Spont, dass eine Putzfrau gefeuert wird. Denn irgendwer muss ja bestraft werden. Während des Karnevals können wir einen Asterix sehen, während er an den Fahndungsplakaten für die Schulzes vorbeigeht. Nur 3 Jahre später würden die Schulzes in Asterix bei den Belgiern einen kurzen Auftritt haben. Wie so oft ist es nicht unbedingt einfach, hier meine drei Lieblingsframes zu benennen. Oft wird dieser Band dafür kritisiert, nicht so engagiert gezeichnet zu sein wie einige andere Tintin-Bände. Das mag vielleicht etwas subjektiv im Auge des Betrachters liegen. Hergé und Bob Demore haben hier auf jeden Fall versucht,
ihren Zeichenstil ein wenig weiterzuentwickeln. Im Detail erhält Tim durchaus etwas mehr Mimik und kann sogar einen ganzen Mund erkennen anstelle des üblichen Punkts oder Strichs. Zuerst möchte ich mal drei Bilder als eine Art Honorary Mention zeigen, bevor ich zu den eigentlichen drei Lieblingsframes komme. In diesem Bild fährt eine Polizeikolonne Haddock und Beanline zusammen mit Oberst Alvarez in ihrer Villa. Erneut ein tolles Beispiel für Geschwindigkeit, aber auch gewisse Hektik. Zugleich ein Beispiel für Hergés faszinierende Art, plastisch Glasscheiben zu gestalten. Haddock rennt mit der Zahnbürste in der Hand in Tims Zimmer, der dort gerade etwas Yoga macht. Haddock bedauert sogar Tapioca, dass dieser die Castafiore in seiner Gewalt hat. Tim besucht Alcazar in seiner Hacienda. Der General trägt eine rosarote Schürze und trocknet Geschirr ab. Und nun zu meinen Top 3. Erstens bleiben wir bei Tims Besuch in Alcazars Hütte. Der General zündet sich eine Zigarre an, während der verschmitzte Tim eine bestimmte Körperhaltung einnimmt. Eine tolle, stimmungsvolle Zeichnung. Zweitens, Beanline küsst Peggys Hand. Wer dies nicht drollig und reizvoll zugleich findet, ist möglicherweise ein Soziopath. Und drittens, Haddock und Beanline diskutieren während ihres Marsches durch den Urwald. Links sehen wir Alcazar mit einer Kalaschnikow und Handgranaten am Gürtel. Ein tolles Beispiel für Räumlichkeit kombiniert mit gefrorener Zeit. Das ganze Bild mutet wie ein heimlicher Schnappschuss an. Ich gebe hier die volle Punktezahl 5 Sterne. Tim und die Picaros fasziniert und polarisiert bis heute. Für manche ist es ihr Lieblingsband, während andere hier einen gewissen Niedergang diagnostizieren. Sicherlich lässt diese Geschichte einige klassischen Elemente von Tim und Struppi vermissen. Allem voran ist die Rolle von Struppi deutlich geschmälert, was vermutlich der grundsätzlichen Absicht geschuldet ist, eine etwas erwachsenere Geschichte zu machen. Tim und die Picaros ist sehr unterhaltsam und besitzt eine Zielgruppe, die vermutlich mit den Fans von Die Juwelen der Sängerin identisch ist. Kein Wunder, dass beide Geschichten starke Überlappungen besitzen. Und beide Bände gelten als ein wenig exzentrisch verglichen mit dem restlichen Oeuvre von Hergé. Vielleicht deshalb, weil sie zum Teil Themen im Mittelpunkt haben, die für kleine Kinder vermutlich gänzlich uninteressant sind. Ich bin aber durchaus ein Fan dieser Geschichte und ich finde, ihre Qualität kam dadurch zum Vorschein, dass es möglich ist, über diesen Band und seine Aussagen so lange zu diskutieren. Das alleine sagt schon einiges aus. Dies ist noch nicht ganz das Ende unserer Reise. Hergé würde noch eine Geschichte zumindest teilweise aus der Taufe heben und hier würde er sich dem einen Thema zuwenden, das ihn in den vorangegangenen Jahren am meisten beschäftigt hatte, der Kunstwelt. Doch dazu dann das nächste Mal. Macht's gut. La vie est beaucoup plus agréable, la vie est infiniment plus large. Enfin, je me sens beaucoup plus en contact avec tout le monde. Enfin, j'ai quitté ma femme et m'acceptant avec mon péché, entre guillemets, avec mes péchés. La vie devient beaucoup plus agréable, devient beaucoup plus facile. Le monde qui vient est inquiétant, enfin le choc du futur, c'est inquiétant. Ça vous peine, ça fait peur, ça c'est exact. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut quand même qu'on puisse s'y soustraire. Ce monde est là et tout n'est pas mauvais dans ce monde qui vient. Tout est en train de s'écrouler, ça c'est en train, tout ça fait des fatras, des pans, tout dégringole, le plafond s'écroule. Ça changera. Ah, ça va changer, c'est certainement, tout doit changer, toujours changer.
Tout va changer, tout change, tout s'écroule. C'est fini, c'est terminé, le monde ancien, c'est fini ça. L'éducation, l'école, l'université, c'est exact, tout ça m'a volé par terre. C'est fini, on s'en fout. C'est pour ça qu'il y a des réactions violentes et de la jeunesse qui en a marre. Il y en a marre. La façon de s'habiller, la façon de rechercher une philosophie orientale, la façon de se droguer, enfin, c'est un refus de tout ça, de ces compromissions, de ce truc incroyable, contre lesquels Tintin luttait depuis longtemps. Tintin est contestataire. Oui. C'est vrai, au fond. Oui, oui.